Willkommen zurück bei Daystream. Es freut mich, Sie herzlichst auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Und zwar soll es heute rund um das Thema der Tod gehen. Hast du Angst vor dem Tod? Und dann ist die Frage, was stellst du dir vor? Willst du verkokelt werden und am Meer ausgestreut werden? Oder vielleicht gar in einem Sarg von Maden aufgegessen werden und aus dir wächst ein neuer Baum? Wir wissen es nicht. Let's go! Cooli, dann als allererstes mal die Frage, wie heißt du denn, Brudi? Johann. Robert. Lilly. Sophie. Frank. Ich bin die Sandra. Hi. Christi. Rund um das Thema Tod, was denkst du denn so passiert nach dem Tod? Okay, wow, 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 mit der Axt hier, ja, ganz vorsichtig. Weil ich meine, irgendwas müssen wir mitnehmen ins neue Jahr. Ja, nee, sehr schön, sehr schön. Dein Name bitte? Frank. Frank, grüß dich. Hi. Die heutige Frage ist, was denkst du passiert denn so nach dem Tod? Ja, ich glaube, man schläft ein und wacht auf in dem neuen Leben. Hast du da einen speziellen Wunsch vielleicht? Ich denke, ich habe mich verkleidet, das passt zum Weiß. Okay, ach so, okay, Moment mal, ist hier eine Wiedergeburt von mir? Nö, ich denke schon. Okay, sehr schön, sehr schön. Vielleicht. Wow, wow, wow! In my opinion, after death, there is nothing. Santa Lucia! Niemand weiß, was danach ist. Exakt. Also, und ich aber fest davon überzeugt bin, dass Energie niemals verloren geht und deswegen, okay, der Body, das ist ja nur eine Zwischenstation, was wir hier haben auf der Erde. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft weiß keiner, auch morgen nicht. Deswegen denke ich mal, da muss man ganz locker bleiben. Wir werden alle gehen, das ist auf jeden Fall klar. Ja. Und in Indien feiern sie zum Beispiel den Tod. Ja, wenn einer stirbt, dann feiern die den, weil die es nicht wollen, dass die Seele da ist. Das ist auch so eine Mythologie, dass die Seele irgendwie rumschwirrt und je mehr man leidet, desto öfter lässt sich die Seele sozusagen anketten oder so. Oder das habe ich auch gehört von einer anderen Religion, dass das so zum Beispiel irgendwie im Islam anscheinend so ist, dass es gar nicht gewollt ist, dass die Angehörigen so krass weinen und trauern, dass es gar nicht so gut sein soll dann eben beim Gehen, dass die Seele das gar nicht miterleben soll, wie die Angehörigen dann so halt stark trauern anscheinend. Stammt ursprünglich aus dem Death Note. Johann, freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin der David. Für mich ist der Tod ein bisschen, vielleicht sogar fast die Krönung des Lebens. Okay. Also ich habe jetzt nicht so große Angst davor. Klar habe ich mich auch noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich einfach noch zu jung bin und jetzt meine Freizeit eher mit anderen Sachen fülle. Aber ich glaube schon irgendwie daran, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt. Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen von meiner Mutter beeinflusst. Genau, und ich denke, ich weiß natürlich nicht genau, was mit dieser Seele nach dem Tod passiert. Natürlich weiß ich auch nicht mal, ob sie überhaupt weitergeht, aber so stelle ich es mir auf jeden Fall in meiner eigenen Vorstellung auf jeden Fall so vor. Cool, nice. Chillst du mit deinen Bros oben und skatest oder so? Das könnte natürlich sein, ne? Ja. Aber genau, was danach mit der passiert, ob die jetzt wieder ein neues Leben wird, in ein Tier, in eine Pflanze, keine Ahnung, oder in einen anderen Mensch, das kann alles sein. Aber was hier, also woran ich fest glaube, ist auf jeden Fall, dass ein Teil von dem Menschen nach dem Tod weiterlebt. Und was genau damit passiert, das entscheidet sich dann. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir sterben, dass wir nicht komplett weg sind, dass wir trotzdem da sind und unsere Seele bleibt oder wir wiedergeboren werden. Okay, als was willst du wiedergeboren werden? Als Schmetterling. Okay, ja, schön, cool. Und das ist sozusagen auch eine Bedeutung dann für deine Familie, right? Ja, meine Großeltern väterlicherseits, Großeltern mütterlicherseits und in der Mitte der größere Schmetterling, mein Vater. Okay, schön. Genau. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass ich nach dem Tod oben mit meinen Ängsten, mit meinem Besten, meinen Bros, meiner Familie, einfach oben chill, mein Ding mache, vielleicht nochmal so Revue passieren lasse, das ganze Leben. Mit denen nochmal so über, ich wollte schon sagen Gott und die Welt, aber oben ist man ja vielleicht schon bei irgendwas Göttlichem, philosophiert, noch eine gute Zeit hat und dann, nach einer gewissen Zeit, man kann auch, wie bei dem Film Ghost, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nochmal zurück so auf die Erde, aber natürlich als Geist und dann chillt man so bei den Angehörigen noch vielleicht für eine bestimmte Zeit und dann habe ich das Gefühl, oder könnte ich mir vorstellen, dass man, egal ob als Pflanze, Stein, Berg, Tier, Mensch vielleicht sogar, wiedergeboren wird und das Ganze dann wieder macht. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass man noch so einen Olivenstein in meinen Mund reinpresst und dass aus mir vielleicht sogar ein Olivenbaum wird, aber nur als Olivenbaum zu chillen, habe ich irgendwie auch nicht Bock. Vielleicht wäre das ein bisschen zu langweilig. Aber dass auf jeden Fall so ein bisschen aus meiner Erde dann so ein Baumi draus wächst. Santa Lucia.
Also ich glaube auch an die Wiedergeburt. Mhm. Meine Oma hat mir das schon früher erzählt, sie will als Schmetterling auch wiedergeboren werden. Mhm. Sie meinte ja, und ich weiß auch, das war eine Diskussion, ich meinte so, ja, aber Schmetterlinge leben nicht lange. Sie so, aber trotzdem, dann komme ich immer wieder als Schmetterling. Ja. Schön, ja, cool, cool. Und weißt du schon, welcher Schmetterling? Was war das? Zitronenfalter. Ja, die sind sehr schön, gell? Cool. Sandra, grüß dich, David ist mein Name. Und die heutige Frage, was denkst du, passiert denn so nach dem Tod? Ich würde jetzt gerne mal kurz Keanu Reeves zitieren. Ich glaube, die, die uns lieben, werden uns wahnsinnig vermissen. Ja, das ist right, ja. Das ist mal die eine Seite. Und das andere ist, ich habe es mir so ein bisschen zusammengesucht aus all diesen verschiedenen Glaubensrichtungen, die es da gibt. Okay, okay. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Liebe immer die Antwort ist und das, wo wir alle hinkommen und da, wo wir alle herkommen, dann glaube ich, werden wir so lange wieder auf die Erde kommen, bis wir gelernt haben, einfach gute Menschen zu sein. Okay, krass, habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist aber ist eine schöne Aussage. Und weißt du schon, ob du lieber verkokelt wirst oder von Würmern unten unter der Erde gefressen wirst? Das ist mir völlig wurscht. Völlig wurscht? Hast du da gar keine Vorliebe oder so? Nein. Okay. Nein. Das sollen bitte meine Kinder oder meine Freunde oder wer auch immer entscheiden, der dann da steht, was für ihn leichter ist, was für ihn nicht so schmerzhaft ist. Ja. Ich glaube, eine Urne ist leichter ins Grab zu senken als so ein 800-Kilo-Sarg. Ja. Aber es ist mir sowas von wurscht, ich bin ja dann nicht mehr da. Okay. Auf der nächsten Reise. Verstehe. Hast du einen Wunsch, was nach dem Tod passiert? Also sagst du, du hast Bock mit deinen Jungs oben im Himmel zu chillen auf einer Wolke und dann kommt irgendwann ein Engel und bringt dich als Wiedergeburt wieder hoch? Oder hast du da irgendwelche Gedanken? Ich habe keinen Wunsch. Ich habe keinen Wunsch. Ich bin glücklich und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und das, was ich nicht habe, kann ich erreichen. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und ich nehme das immer mehr. Ich habe echt viel, viel, viel krasse Themen gehabt in meinem Leben. Was weiß ich, unzählige Mal durch die Hölle. Aber ich sag mal, wenn man die Hölle nicht kennt, also das Böse, das Gute, das Schwarze, kann man das Weiße, das Licht oder den Himmel nicht erkennen oder das Schöne. Also man braucht diese Paradoxie, um zu wissen, für was man sich entscheidet. Man hat Gott, Teufel, man hat alles drin. Engel, was weiß ich, an was jeder glaubt, Kobold, Feen. Ich weiß es nicht, Mann. Okay, also du lässt dich überraschen. Du hast ja selber gerade gesagt, du weißt. Okay. Fließen. Ja, nice. Let it flow. Wie die Wolken, wenn ich sie festhalte, dann dreht sich der Gedanke tausendmal um dasselbe. Einfach akzeptieren ist ein ganz großes Thema, ist das Akzeptieren. Ja. Akzeptieren, weil wir haben alle irgendwo ein Thema. Aber wenn du was akzeptierst, egal was für einen Zustand du gerade hast, dann ist er schneller vorbei, als wenn du es nicht akzeptierst. Nice. Ja. Schön, schön. Ja, cool. Da hat mich das schon mal gefreut, ey, mit dir zu quatschen so ein bisschen, gell? Okay. Nice, nice. Ich jetzt mal meine Nummer. Wenn du jetzt wissen würdest, du würdest jetzt von uns gehen, du dürftest dir eine Person aussuchen, so deine letzten Worte. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde mich wahrscheinlich am liebsten einfach bei den Leuten bedanken, die mein Leben zu dem gemacht haben, was es war oder ist und die mir am meisten bedeuten und einfach einmal meinen Dank dafür aussprechen, dass sie mich auf dem Weg begleitet haben und dass es schön war. Und das wäre es, glaube ich, auch schon. Danke dir fürs Mitmachen. Was wären so deine letzten Worte und an wen würdest du so vielleicht richten? Wenn du wissen würdest, dass du jetzt zum Beispiel in 10 Minuten Gott wahre von uns gehst. Meine letzten Worte würde ich richten an meinen Mann und meine Kinder natürlich und dass die mich immer natürlich in Erinnerung bleiben sollen und dass die leben sollen. Die sollen einfach glücklich sein. Ich habe auch schon mal zu meinem Mann gesagt, sollte ich, welchen Grund auch immer, früher sterben, dass er trotzdem sich noch mal eine Partnerin sucht und glücklich ist, mich aber in Ehren hält. Ja. Das ist eine sehr, sehr reife Aussage. Ja. Respect for that, man. Und du weißt schon, ob du begraben oder verbrannt werden willst? Also ich bin da noch selber am Diskutieren mit mir selber, aber irgendwie verbrannt, weil ich weiß nicht, ich würd mich nicht wohlfühlen unter der Erde. Okay, okay. Ja. Wo soll die Asche verstreut werden oder soll die zu Hause bei deinem Freund oder wie auch immer zu Hause bleiben? Was ist da so dein Wunsch? Da habe ich sogar auch drüber nachgedacht. Ich will so einen Teil verstreut irgendwo an einem schönen Ort, der mir was bedeutet. Aha. Und einen anderen Teil, weil ich weiß, man kann aus der Asche so einen Diamant schmelzen lassen. Genau, und dann will ich das für meine Kinder, dass sie sich das anschauen und einen schönen Diamant sehen und ihre Mutter sehen. Ja, cool. Ja. Und hast du schon einen Ort vielleicht? Oder wo würdest du dich wohlfühlen? Ja. Boah, ich weiß nicht, jetzt bin ich noch jung, vielleicht ändert sich der Ort noch, aber irgendwo, wo man immer vorbeigehen kann und mich sehen kann, nicht so irgendwo im Ausland, wo man einmal im Jahr hinreist oder so. Vielleicht noch die letzte Frage. Wenn du dir eine Person aussuchen dürftest, die schon von uns gegangen ist, mit wem würdest du reden und vielleicht was würdest du der Person sagen?
Ich will mir meinen Opa aussuchen. Mein Opa war auch der einzigste Mann in meinem Leben, den ich so richtig verloren habe. Und ich weiß nicht, ich würde ihm einfach danken, dass er so mich und meine Familie, meine Mutter unterstützt hat, weil meine Mutter alleinerziehend ist. Okay. Ja, ich würde ihm einfach danken für alles, dass er da war. Cool. Vaterersatz, alles für mich war. Ja, ja, ja. Hey, ich danke euch beiden. Meine letzten Worte. Wer eigentlich, wie der Skaterbro auch schon gesagt hat, ich war einfach nochmal dankbar für die, die dazu beigetragen haben, mich zu designen, mich zu entwickeln, mich zu schmieden oder vielleicht einfach an die Menschheit. Was man das machen sollte, worauf man wirklich Lust hat im Leben, weil ich glaube, das treibt dann auch an. Und wenn man es nicht weiß, dann sollte man es suchen, solange es einem nicht schadet und seinen Weg geht. So viel, wie es geht, irgendwie rumkommt und Erfahrungen sammelt. Ja, okay. Interessiert euch, oder? Ab zum nächsten Interviewpartner. Hast du vielleicht gerade im Kopf, wenn du dir eine Person raussuchen könntest, die schon von uns gegangen ist, mit der du gerne nochmal sprechen würdest? Oh Gott, da muss jetzt was Tiefgründiges kommen, gell? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Kannst dir auch sagen, ich würde gerne mit Hitler sprechen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde gerne nochmal mit meinem Onkel sprechen. Okay. Der war nicht hier, der war in Amerika und wir haben uns so selten gesehen. Und ich würde ihm gerne nochmal sagen, dass er wirklich, obwohl er nie hier war, so einen Fußabdruck hinterlassen hat und so einen Eindruck. Und dass er ganz wichtig für uns war. Okay, okay. Durftest du ihn kennenlernen? Ja, ich habe ihn kennengelernt. Okay, aber San Francisco, München ist nicht der nächste Weg. Und seine Frau hat ihn nicht gern so verreisen lassen. Okay, und dann okay. ist er, meine Tochter wurde geboren und er hat gesagt, er kommt und besucht sie. Mhm. Und dann hat seine Frau seinen Pass zerschnitten und verbrannt. Oh, shit. Und dann hat er... Ja, dann war es nur lustig und dann hat er Prostatakrebs gekriegt und ist ganz elendiglich gestorben und er hat sie nie kennengelernt. Und ich glaube, ich würde ihm gerne nochmal meine Tochter zeigen. Ja, glaube ich. Vielleicht chillen wir ja irgendwann alle oben zusammen und ich weiß nicht. Irgendwie so schon da, wo ich kürzlich geflogen bin und dann hat es echt Turbulenzen gegeben, dachte ich mir so, Leo, es wäre jetzt echt schön, wenn du das Flugzeug oben hältst. Und, ich bin noch da, also vielleicht wäre er das. Ey, dann würde ich sagen, danke dir fürs Mitmachen. Okay. After the death. To the body, of course, it gets just wasted, let's say. I have a romantic idea. Mm-hmm. And actually, I would like that our memories of the places where we were, for example, I'm walking here, and maybe this place will just keep the memory of myself walking in the street. Okay. I would like that the heart could keep the memories of ourselves. Hey, Dave Stream abonnieren, ne? Ja, Dave Stream abonnieren.